Etze Online liest heute Pfannkuchen und Salat von Wilhelm Busch. Von Fruchtomelets da mag berichten ein Dichter aus den höheren Schichten. Wir aber, ohne Neid nach oben, mit bürgerlichen Zungen loben uns Pfannkuchen und Salat. Wie unsere Liese delikat so etwas backt und zubereitet, sei hier in Worten angedeutet. 3 Eier, frisch und ohne Fehl, und Milch und einen Löffel Mehl, das quirlt sie fleißig durcheinand zu einem innigen Verband. So dann, wenn Tränen auch ein Übel, zerstückelt sie und mengt die Zwiebel mit Öl und Salz zu einer Brühe, dass der Salat sie an sich ziehe. Um diesen ferner herzustellen, hat sie Kartoffeln abzupellen. Da heißt es, fix die Finger brauchen, den Mund zu spitzen und zu hauchen, denn heiß geschnitten nur allein kann der Salat geschmeidig sein. Hierauf, so geht es wieder heiter, mit unserem Pfannkuchen weiter. Nachdem das Feuer leicht geschürt, die Pfanne sorgsam ausprobiert, der Würfelspeck hineingeschüttelt, so dass es lustig brät und brittelt, pisch kommt darüber mit Gezisch das erst erwähnte Kunstgemisch. Nun zeigt besonders und apart sich Lieschens Geistesgegenwart. Denn nur zu bald, wie allbekannt, ist solch ein Kuchen angebrannt. Sie prickelt ihn, sie stochert ihn, sie rüttelt, sie schüttelt, lockert ihn und lüftet ihn bis augenscheinlich die Unterseite eben bräunlich. Die umgekehrt geschickt und prompt jetzt ihrerseits nach oben kommt. Geduld, es währt nur noch ein bissel, dann liegt der Kuchen auf der Schüssel. Doch späterhin die Einverleibung, wie die zu Mund und Herzen spricht, das spottet jeglicher Beschreibung. Drum endet das Gedicht.